Cyberport präsentiert das MacBook 12 Zoll von Apple. Mit dem neuen MacBook hat Apple seine Fans und Kritiker gleichermaßen etwas verwirrt. Handelt es sich bei diesem Notebook eher um eine Abwandlung des MacBook Air oder ist es doch ein völlig eigenes Produkt? Fakt ist jedenfalls, dass Apple damit wirbt, seiner Konkurrenz voraus zu sein. Ob das stimmt, zeigen wir euch jetzt. Zunächst die technischen Daten. Das MacBook misst im geschlossenen Zustand nur 1,3 cm Höhe, 28 cm Breite und 19,7 cm Tiefe bei einem Gesamtgewicht von mageren 0,92 kg. Das IPS-Display ist 12 Zoll groß und bietet uns eine Auflösung von 2304 x 1440 Pixeln. Im Inneren unseres Testmodells arbeitet ein Intel Core M-Prozessor mit 2 Kernen und jeweils bis zu 1,3 GHz Basistakt. 8 GB Arbeitsspeicher kommen unterstützend hinzu. Anwendungsdaten finden auf 256 GB Flash-Speicher Platz. Optional sind auch 512 GB möglich. Mit einer Höhe von 1,3 cm und einem Gewicht von 920 Gramm könnte dieses Gerät schon fast als Tablet durchgehen. Auf jeden Fall erweist es sich dadurch als ein sehr leichtes und platzsparendes Produkt, das sehr gut für den mobilen Einsatz geschaffen ist. Darüber hinaus punktet Apple natürlich mit seiner unschlagbaren Qualität. Das Gehäuse besteht aus edlem Aluminium und die Verarbeitungsqualität ist auf höchstem Niveau. Keine scharfen Kanten, keine unsauber verarbeiteten Bauteile. Auch in puncto Design bleibt Apple seiner eleganten Linie treu. Im Vergleich zum MacBook Air und MacBook Pro gibt es das neue MacBook aber nicht nur in Silber, sondern auch in Gold und Space Grau. Wir sind begeistert. Wir kommen zum Display. Die Auflösung von 2304 x 1440 Pixeln sorgt für ein sehr scharfes Bild. Zusätzlich sind auch die Farb- und Kontrastwerte auf einem Spitzenniveau. Dank IPS punktet das Panel zudem mit einer sehr guten Blickwinkelstabilität. Daher eignet sich das MacBook nicht nur zum normalen Arbeiten, sondern auch um sich Bilder und Filme in sehr hoher Qualität anzuschauen. Die maximale Helligkeit von rund 370 Candela pro Quadratmeter ist gut geeignet, um direktes Sonnenlicht zu überstrahlen. Daumen hoch! Bei Tastatur und Trackpad gibt es einige Innovationen. Das neuartige Force Touch Trackpad verursacht nämlich keine Klickgeräusche mehr. Stattdessen erhält man nur ein vibrierendes Feedback. Des Weiteren bietet es neben den üblichen Multitouch-Gesten noch ein druckempfindliches Steuern. Was die Tastatur angeht, so hat sich der Hersteller von der herkömmlichen Scherenmechanik verabschiedet und die sogenannten Butterfly-Switches verbaut. Dadurch sind die Tasten zum einen stabiler und reagieren schneller, zum anderen ist das Nutzungsgefühl sehr ungewöhnlich. Zum Schluss möchten wir noch die Tastaturbeleuchtung hervorheben, die sich durch den Lichtsensor an aktuelle Lichtbedingungen anpasst. Daumen hoch! Was die Leistung betrifft, hat uns Apple ein zweischneidiges Schwert serviert. Zunächst halten wir fest, dass im Gehäuse unseres Modells ein Intel Core M-Prozessor verbaut wurde, wobei die zwei Kerne 1,3 bis 2,9 GHz im Turbo-Boost takten. Einen Pluspunkt gibt es dafür, dass aufgrund der geringen Leistung kein Lüfter verbaut werden musste. Das MacBook gibt damit praktisch keinen Mucks von sich. Negativ zu bewerten ist allerdings, dass die geringe Leistung durchaus zu spüren ist, trotz der perfekt abgestimmten Software. Vor allem wer Bilder bearbeiten und Videos schneiden will, wird mit spürbaren Verzögerungen rechnen müssen. Beim Vorgänger ist an dieser Stelle mehr drin gewesen. Wer das MacBook allerdings nur zum Surfen und für Office-Anwendungen braucht, wird keinerlei Probleme haben. Wir geben, auch aufgrund des hohen Preises, ein befriedigend. Etwas Kritik erntet Apple auch für die mangelnden Anschlussmöglichkeiten. Denn verbaut wurden lediglich eine Audiobuchse sowie ein USB-Typ-C-Anschluss. Mehr nicht. Mit letzterem macht Apple jedoch einen Schritt in die Zukunft. Denn über den Typ-C-Port kann man das Gerät aufladen sowie Daten mit einer Geschwindigkeit von bis zu 5 Gigabit pro Sekunde übertragen. Um jedoch seine Daten auf einen externen Speicher zu übertragen oder VGA- und HDMI-Anschlüsse zu nutzen, muss man sich den ein oder anderen Adapter zulegen, da es kaum Geräte auf dem Markt gibt, die einen USB 3.1-Anschluss zu bieten haben. Bei den kabellosen Anschlussmöglichkeiten hat Apple hingegen nicht gespart. WLAN mit AC-Geschwindigkeit sowie Bluetooth 4.0 stehen dem Nutzer zur Verfügung. Zusammenfassend ein befriedigendes Ergebnis. Bei der Akkulaufzeit gibt sich Apple in seinen Angaben stets ehrlich, so auch bei diesem MacBook. Laut Hersteller schafft das Gerät bei normaler Internetnutzung via WLAN ca. 9 Stunden. Dieses Ergebnis können wir nur bestätigen,
Bei leicht reduzierter Helligkeit schafft man sogar 10 Stunden. Ein sehr gutes Ergebnis. Unser Fazit. Das MacBook 12 Zoll überzeugt uns in Sachen Design, Akkulaufzeit und Display, wobei wir leider deutliche Abstriche bei der Leistung feststellen mussten. Darüber hinaus bringt das Notebook einige Innovationen mit sich, die durchaus zukunftsweisend sind. Ob das Gerät der Konkurrenz dadurch weit voraus ist, möchten wir aber bezweifeln. Der wie immer knackige Preis kann uns auch nicht ganz überzeugen. Wir geben abschließend 4 von 5 Cyberstars.